Hi, ich bin Lisa. Ich studiere im 5. Semester Bachelor Erziehungswissenschaft an der Universität Hildesheim. Ich habe einmal die staatliche Anerkennung zur Erzieherin und die erweiterte Hochschulreife. Dazu habe ich mich entschieden, als ich nach 5 Jahren Arbeiten gemerkt habe, dass mir so ein bisschen die Theorie fehlt und ich gemerkt habe, dass ich manchmal gewisse Hintergründe nicht so ganz verstehe und das wollte ich einfach haben und deshalb habe ich angefangen zu studieren und weil ich gedacht habe, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, das war der Grund. Bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich die Ausbildung zur Erzieherin gemacht und bin davor, vor der Erzieherausbildung, quer eingestiegen in die Sozialassistenz und habe zum Abschluss die staatliche Anerkennung bekommen und konnte auch an die Fachhochschule gehen, habe mich da auch informiert, habe aber festgestellt, dass das irgendwie nicht so ganz meine Richtung ist und habe dann erstmal 5 Jahre als Erzieherin gearbeitet, als Gruppenleitung in einer Kita. Und danach habe ich irgendwie gemerkt, so während der Arbeit, das hat nicht mehr so ganz gepasst und mir fehlte auch irgendwie so ein bisschen der theoretische Hintergrund und deshalb habe ich entschieden, mich für das Erziehungswissenschaftsstudium anzumelden, weil das mir irgendwie zugesagt hat. Einerseits kann ich überhaupt wieder so mich auf dieses Lernen fokussieren, weil ich jetzt 5 Jahre gearbeitet und war so ein bisschen auch raus mit diesem Klausurschreiben und habe gedacht, so, boah, schaffe ich das überhaupt noch, mich da hinzusetzen, mir den ganzen Tag wen anzuhören, der mir da was erzählt. Das hat sich einerseits als schwierig herausgestellt und andererseits aber auch so dieses, kann ich überhaupt studieren? Also bin ich dafür überhaupt gemacht? Und dann habe ich mir gedacht, doch, mach das jetzt einfach mal. Das war so die Herausforderung dahinter, ja. Dieses, kann ich das überhaupt? Also das Gute ist, dass ich Wissen relativ gut verknüpfen kann. Also manchmal sind da so Theorien oder irgendwie was, was man erarbeitet und sich sagt, ja, das könnte ich mir richtig gut vorstellen in der Praxis. Aber andererseits auch Sachen so, oh ja, das habe ich auch erlebt. Also diese, was weiß ich, Stereotypen oder Vorurteile, die gibt es in der Praxis auch. Und da merkt man dann schon, dass man irgendwie so den Drang hat, irgendwie dann beispielsweise bei einer Kita irgendwie direkt an der Konzeption zu arbeiten, so weil da fehlt irgendwas. Und ja, das ist so der Punkt, wo ich sage, ja, da kann ich super gut Wissen verknüpfen und aber auch Erfahrungen, die ich gesammelt habe, irgendwie mit reinbringen. Ja, ich konnte mir im Studium schon was anrechnen lassen. Da ist meine praktische Ausbildung zum Tragen gekommen, aber auch meine Berufserfahrung. Da gibt es halt Möglichkeiten, dass man sich das anrechnen lassen kann. Da gibt es Dozierende, die man ansprechen kann und die einem da helfen, das mit dir durchgehen und dann kriegt man da schon was angerechnet. Meine Tipps für Studieninteressierte, einfach den Mut zu haben, das zu machen, das zu wagen. Keine Angst davor zu haben, sich an irgendwen zu wenden, weil es gibt immer jemanden, der einem helfen kann oder die einem helfen kann und keine Angst zu haben. Also ich habe auch gedacht, ich komme da nicht mit klar oder ich bin dafür nicht gemacht oder das Studium ist zu schwer und das können welche mit einem bestimmten Abschluss, aber das geht halt klar. Also man hat halt immer wen, den man ansprechen kann, der einem hilft. Ja.